Was genau ist die Weite und die enge Lage beim Cellospielen? Es ist das, wonach es klingt. In diesem Video erkläre ich dir, was der Unterschied ist und dass die weite Lage zwei Varianten hat. Ich gebe dir außerdem Aufwärmübungen und zeige dir, auf was du wirklich achten musst bei der weiten Lage, da sie anfangs etwas unbequem ist. Und damit du dir alles gut merken kannst, gibt es ein PDF zum Download dazu. Bleib dran! Herzlich willkommen auf meinem Kanal Cello Werkstatt. Ich bin Susanna Magiroschi und wenn du das erste Mal hier bist, abonniere gerne meinen Kanal. In der Beschreibung unten kannst du dich auch zu meinem Newsletter anmelden. Dort bekommst du immer die neuesten Infos, Tipps und Zusatzmaterialien zu den Videos und gleich die Checkliste Intonation dazu. In der Regel beginnt man in der ersten engen Lage und die Finger werden in der Reihenfolge 0, 1, 3, 4 aufgesetzt. Folgende Tonabstände hast du dann zum Beispiel bei der D-Dur: Ganzton, 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 Halbton, Ganzton, 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 Halbton. Töne, die eng beieinander liegen, sind Halbtöne und die Töne, die etwas auseinanderliegen, sind Ganztöne. Anfangs können Markierungen auf dem Griffbrett helfen. Wie du sie anbringst, kannst du dir auch in diesem Video anschauen. Bei der weiten Lage musst du die Finger strecken und dehnen, damit sie sich leichter auf dem Griffbrett bewegen können und mehrere Töne erreichen, ohne dass sich die Finger dabei viel bewegen müssen. Und wenn du dich fragst, warum du Probleme mit der Dehnung hast oder es zu schwer ist oder sogar wehtut, liegt es wahrscheinlich daran, dass du es nicht ganz richtig machst. Und wichtig, bevor du mit der weiten Lage beginnst und die Dehnungen richtig ausgeführt werden können, sei sicher, dass dein Cello genau zu dir passt. Wenn du feststellst, dass du Schwierigkeiten mit der Dehnung hast, aber sicher bist, dass du alles richtig machst oder ausführst, ist es gut möglich, dass du ein Cello hast, das viel zu groß für dich ist. Ich selber spiele mit einem 7/8 Cello, kann diese Dehnung jedoch auch mit einem 4/4 Cello machen. Es ist wirklich Übungssache und jeder kann es schaffen. In diesem Video geht es um die erste weite Lage. Die weite Lage kannst du nämlich in allen anderen Lagen anwenden. Es gibt zwei verschiedene Arten von Dehnungen in der weiten Lage. Die weite Lage mit einer Rückwärtsdehnung, das heißt, du streckst den ersten Finger zurück zur Schnecke, Rückwärtsstreckung. Hier am Beispiel der Des-Dur, Ganzton, 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 Halbton, Ganzton, 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 Halbton. Oder du streckst den vierten Finger in Richtung des Stegs. Das heißt, du hast dann eine Vorwärtsstreckung. D-Dur auf der C-Seite angefangen. Du solltest deine Hände immer vor dem Spielen aufwärmen. Und das darf ruhig ein fester Bestandteil deiner Überroutine sein. Nimm die rechte Hand und ziehe jeden einzelnen Finger deiner linken Hand auseinander. Dehne die Finger und halte sie eine Minute lang. Lege deine linke Hand auf eine Tischplatte und hebe jeden Finger einzeln an, wobei du den Finger etwa 10 Sekunden lang oben haltest, damit sich die Sehnen und Muskeln vom Knöchel dehnen können. Du spürst dann tatsächlich, wie sich die Muskeln dehnen und entspannen. Harfenpizzicato, erster bis vierter Finger, Ellenbogen mitnehmen. Klopfübung, enge und weite Lage, so dass man das Klopfen hören kann. Wichtig ist, dass man über das Armgewicht zum Handgelenk in die Finger den Druck ausübt,
bzw. wahrnimmt und trainiert. Anfangs kann sich die Hand verkrampfen, besonders wenn der Daumen gegen den Hals gedrückt wird. Ideal ist es, die Finger liegen zu lassen, und wenn es gar nicht geht, dann lass die Finger leicht über den Seiten. Und diese Übung machst du dann auf allen Seiten. Dein linker Daumen muss locker und geschmeidig sein. Oft neigen erwachsene Cellospieler dazu, den Cellohals mit einer Art Angstgriff zu umklammern, was dazu führt, dass zu viel Gegendruck zwischen Daumen und Finger entsteht. Die Hand ist so fest verschlossen und es ist schwer, sie zu strecken oder überhaupt zu bewegen. Wenn du die Finger nach vorne streckst, gleitet der Daumen am Hals entlang, gleichzeitig mit dem vierten Finger in Richtung Steg. Das Gewicht der Hand durch die Finger soll auf das Griffbrett sinken. Der Daumen ist entspannt, er schwebt fast. Er sollte sich bequem auf der Rückseite des Halses bewegen können. Ein weicher Daumen, der biegsam und flexibel ist, kann sich mit dem Rest der Hand gut bewegen. Achte darauf, dass sich deine linke Hand tendenziell nicht zu weit nach hinten in Richtung Schnecke neigt. Das kannst du korrigieren, indem du die Hand drehst, so dass sie sich mehr im rechten Winkel zu den Seiten befindet. Du wirst feststellen, dass deine Finger sich so viel mehr strecken können. Überprüfe auch, ob du eine schöne C-Form in der linken Hand hast. Zweiter Finger befindet sich in der Mitte deiner Hand. Er ist wie ein Fuß, der dir hilft, auf die andere Seite zu gelangen. Der zweite Finger hilft dir beim Drehen. Lege den zweiten Finger auf das Griffbrett und hebe den ersten und vierten Finger an. Beobachte, wie es sich anfühlt, wenn sich die Hand mit den Fingern hin und her dreht, wie bei einer Wippe. Dieser Drehpunkt hilft dir, eine Streckung leichter zu erreichen. Der linke Arm soll nicht hängen, Handrücken eine Linie mit dem Unterarm, die Finger sollten rund und senkrecht aufgesetzt sein. Stelle dir vor, dass Arm, Hand und Finger wirklich alle miteinander verbunden sind, wie ein großer Knochen, die zusammenarbeiten und in sich flexibel sind. Die Hand kann so viel weiter reichen, wenn du den Ellenbogen und den Arm etwas nach vorne bringst, um die Hand zu unterstützen. Ich hoffe, dass ich dir die Scheu der weiten Lage nehmen konnte. Gib dir Zeit, sei geduldig, dann bekommst du das sicherlich gut hin. Wenn dir das Video gefallen hat, like, kommentiere oder abonniere gerne meinen Kanal. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Video.